Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe hier meine dritte Signatur in den Händen. Ich habe nämlich schon von Jessie und von Evi eine Signatur bekommen und jetzt habe ich eine von Ulrike bekommen. Mit super schönem Fake Leather außenrum und die riecht auch noch so toll. Den Teil kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. So, wenn mein Kanal noch nicht abonniert hat, herzlich willkommen. Abonniert ihn gerne. Hier kommen fast regelmäßig neue Videos. Ab und zu habe ich mal so kleine Aussetzer, wenn das Leben mal dazwischen kommt. Und alles rund ums Junk Journal und Arbeiten mit Papier, klarer Fall. Ja, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, her damit, alles hier unten in die Kommentare. Ja, wir in unserer kleinen, schönen Spaß am Junk Journal Crew haben uns vorgenommen, gegenseitig uns mit Signaturen zu beschenken. Da wir zu siebt sind, bekommt jede von uns 6 Signaturen. Das hier ist meine dritte. Ich habe selbst schon 4 versendet und eine ist jetzt im Köcher und zwar lustigerweise genau die für Ulrike. Ich habe nämlich von Ulrike jetzt die Signatur bekommen. Mag dieses Video gerne. Ja, schön drehen, bevor ich sie noch mehr auseinandernehme und hier so anfasse und alles. Das ist nämlich so toll, deswegen zeige ich es euch fast jungfräulich. Ich habe einmal durchgeblättert, ich konnte nicht anders. Und deswegen, also ich bin restlos begeistert. Genauso wie bei den beiden Signaturen davor. Die sind alle sehr unterschiedlich, aber trotzdem passen sie zusammen. Das ist total cool. Ich bin so gespannt, wenn ich euch das ganze Buch zeigen kann. Beziehungsweise, naja, das ganze Buch. Ich habe so einen fetten Wälzer dafür vorgesehen. Der ist jetzt mit 3 Signaturen voll. Ich fürchte, ich muss mir einen zweiten Wälzer bauen. Weil, ganz ehrlich, wenn das so einen Buchrücken hat, kann man das ja auch nicht mehr blättern und benutzen. Ne? Dementsprechend wird es wahrscheinlich ein zweiter. Ihr werdet sehen. Ich werde euch hier auf jeden Fall mitnehmen. So, zurück zur Signatur von Ulrike. Die macht so schöne Sachen hier. Ihr seht das vielleicht, ja, das Relief kann man auf der Kamera auch gut sehen. Schön Fake Leather und alles bestempelt und dann auch durch die Prägemaschine gezogen. Super cool. Das war so ein kleines Gimmick oben drauf. Das lege ich mir jetzt einfach mal zur Seite. So, ihr seht, das hat so ein braun-grünlichen, so ein Waldbodengrün Leder, also Fake Leather. Und wenn ihr richtig hinguckt, seht ihr nicht nur, dass es so gekrisselt ist, sondern dass da richtig Ornamente mit drauf sind. Und da hat sie das Fake Leather garantiert nochmal durch die Prägemaschine gezogen. Voll schön, oder? Ja, und das ist der Umschlag quasi für diese Signatur. Ich muss mal gucken, wie ich den möglichst schadfrei mit einbinden kann in das Komplettbuch. Und hier hat es einfach mit 2 Ösen und einem Fädchen das Ganze zusammengehalten. Ja, so. Und hier kommen wir erstmal zu dem ersten Highlight. Also, was heißt Highlight? Das ganze Ding ist ein Highlight. Also, das, was momentan in aller Munde ist, die ID-Cards. Ja, und hier hat sie eine richtig schöne, tolle ID-Card mit einem, ja, so ein bisschen amerikanisch gemacht. Tickets und Co. dran. Und das Ganze ist auch noch eine Doppeltasche. Hier hinter verbirgt sich noch ein Tag. Und hier ist ja auch noch Platz für ein Tag. Kann sogar sein, dass da was drin war und ich habe den schon voller Begeisterung da rausgefischt. Das ist möglich. Könnte ich sein. Ja, auf jeden Fall hier total schön gleich zu Anfang mit einem Tischchen. Und hier überall sind so kleine süße Täschchen und Papierchen drin. Also ich bin auch hier, ne? Ich finde einfach diese Kombination von solchen Sachen super schön. Ja, und hier ist nochmal ein kleiner Anhänger an so einer Riesenbüroklammer. Und nochmal sowas. Warte, ich tüdel das mal auf. Dann sind meine Fingernägel recht lang. Was mich auch ein bisschen nervt. Meine Tochter sagte mir, ich soll das so lang lassen und schön und ja, super schönes Papier. Naja, als Bastler, es ist immer so eine Frage, ne? Das wäre tatsächlich mal eine Frage an euch. Wie schaut das mit euren Fingernägeln aus? Bastelt ihr gerne mit langen Fingernägeln oder macht ihr euch die lieber kurz? Habt ihr lieber lackierte Fingernägel, dass man den Dreck nicht so sieht? Oder so Naturnägel? Ja, also als Bastler und Stallbesitzer muss ich sagen, fällt es mir schwer, lange Fingernägel zu behalten. Nicht, weil sie abbrechen, sondern weil sie immer dreckig sind. Ja, oh, hier. Also Ulrike hat total viel verbastelt, was mich so ausmacht.
Also einmal mein Anfangsnamenbuchstaben, mein Buchstaben meines Anfangsnamens. Anfangsnamens, wie heißt das Ding? Vorname, ne? Und eine kleine süße Katze. Die sieht aus wie meine Bonnie. Bonnie hat ja auch so eine, ich weiß nicht, ob die, doch, die habt ihr schon in meinen Videos gesehen. Wenn ihr Videos von mir gesehen habt, mehrere. Bonnie ist immer mal wieder auf dem Schreibtisch dabei. Und die sieht immer aus, als hätte sie mit der Nase im Dreck gebremst. Ja, die ist eigentlich weiß, aber irgendwie doch nicht. So, ja, noch schönes altes Papier. Ja, und diese Kritzeleien am Rand, na, herrlich. Ich liebe sowas. Hat sich total viel Mühe gegeben hier. Jede einzelne Seite, ihr könnt es nicht anfassen, aber vielleicht hört ihr es, wenn ich es anfasse. Jede Seite fühlt sich anders an und hört sich auch anders an. Ja, ne? Und hier, der Wink mit dem Zaunfall. Ulrike liebt Weihnachten und Winter. Voll gut. Und hier noch ein paar kleine süße Blumentags. Ich lasse jetzt mit dem Schneemann hier den Vortritt, dass man den richtig sieht. Noch kleine Schmetterlinge. Let's have some fun. Yes. Ja, das sieht aus wie eine echte alte beschriebene Seite, die man irgendwie in Wasser geschmissen hat. Ne? Hier so einen schönen Kaffee oder Tee. Hier haben wir so ein bestempeltes, ich sag mal, bematschtes Butterbrotpapier. Das fühlt sich auch herrlich an. Ja, hier kommt meine nächste Leidenschaft. Also hier haben wir ein paar Tickets, süß, ne? Man kann überall irgendwas bewegen und ausziehen. Die Pferdchen. Na, hier alte Vintage-Pferde dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ja, und ich finde einfach, Ulrike hat hier total schön die Seiten kombiniert. Guckt euch das mal an, wie hier in Stufen aufgehen und auch so diese ganzen Materialien. Ne? Wir haben hier Gold drin. Wir haben die Welt in Gold, genau. Wir haben hier Gold drin, wir haben hier das Vintage drin und das grüne Leder. Dadurch, dass wir mitten im Wald wohnen, das passt natürlich wie A auf E, ne? Wisst ihr Bescheid. Genau. So. Auch hier kleine süße Tickets oder Schnipselchen. Das sind ja teilweise sind das gar keine Tickets, das sind Schnipselchen dann zum coolen Holder. Hier wieder die Gegenseite von dem schönen Wölle. Ja, und der Plan war, dass wir uns gegenseitig halt diese Signaturen machen, dass jeder von den Stilen der anderen Signaturen hat. Das hier fühlt sich fast so an, als wäre da so ein bisschen Sand drauf. Also ganz, ganz haptisch das Ganze. Nur ist das so, dass man sich natürlich besonders Mühe gibt, also sogar, sagen wir, mehr Mühe gibt, als wenn man die Signatur für sich selber macht, die schön zu dekorieren, schön zu gestalten. Und dadurch wird das Herzchen dann ganz schön dick. Was ja toll ist, ne? Also das wird das Mega Gator Mouth Journal auf jeden Fall. Ja, das sind super kleine, süße Teilchen, die überall hier dran stecken. Ja, und hier so eine schöne alte Seite. Da steckt auch nochmal was hinter. Und das sind alte, wie die sich mal zurecht gemacht haben früher, ne? Mega. Fotos. Da ein bisschen spitze. Die guckt dann oben auch aus dem Journal raus. So gehört sich das. Ja, ich kann euch ja gleich mal kurz meinen Plan zeigen. Ganz kurz. Ganz kurz. Hier ist wieder so ein tolles Papier. Ne? Das ist, hier ist noch dieser Abschnitt davon. Es ist einfach, es ist haptisch ein Traum. Optisch auch. Und ich weiß nicht ganz genau, ob der Geruch aus diesem Flower Festival Beutelchen kommt. Das kann sein. Dabei, also das riecht selbst sehr, sehr wenig. Und das ganze Journal, das duftet nach einer leckeren Tagescreme. Ich kann mir nicht helfen. So, hier ist, ihr hört, eine Butterbrot-Tüte. Butterbrotbeutel. Und ein Carl Larsson-Bild. Total cool. Ich liebe Carl Larsson. Er hat so schöne Bilder gemalt. Der schwedische Künstler. So, jetzt rutschen wir hier wieder in der Mitte. Ja, das ist eine super schöne Signatur geworden. Vielen lieben Dank, Ulrike. Ich gehe mal davon aus, dass du irgendwann dieses Video mal schauen wirst. Und dann kannst du dich noch eine Runde freuen, dass ich mich so gefreut habe. Ich habe mich mehrfach gefreut. Ich habe das auch meinem Mann gezeigt. Und mittlerweile, er weiß, also, sag mal so, er versteht zwar immer noch nicht den Zweck, weil so richtig, ich sag mal so, sinnvoll sind diese Signaturen nicht. Man kann was Tolles reinschreiben, aber man muss sich auch der Mühe geben, wie man reinschreibt und mit welchem Stift. Das heißt, es ist nicht so praktisch. Aber es macht sehr viel Spaß. Und dadurch, dass ich mich so über sowas freuen kann, freut er sich einfach mit mir.
Das ist ja auch der Sinn der Übung. So, ihr Lieben, das war die Signatur von Ulrike. Und in dem nächsten Video werde ich die Signatur zeigen, die Ulrike bekommt. Das ist jetzt cooles Timing, dass gerade die hier angekommen ist und ich meine, dann auf die Reise schicken möchte. Ich habe gesagt, ich drehe mich mal hier ein Stückchen und hole mal, meinen Plan raus. Plan ist dieses dicke Buch, ne? Also dicke Buch. Muss ich natürlich noch zurechtschneiden, zurechtstutzen. Und da sind schon die Signaturen von Jessie und von Efi drin. Die habt ihr schon gesehen. Oder könnt ihr sehen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Auf meinem Kanal. Jetzt packe ich die von Ulrike noch mit dazu. Und ihr seht, oh, wegen Überfüllung geschlossen, ne? Also, vielleicht passt noch eine schmale rein. Aber nur vielleicht. Vielleicht suche ich mir einfach noch ein zweites Buchcover. Und habe dann halt zwei Bücher aus unserer Junk Journal Crew. Und ja, keine Sorge, es ist zu hoch, es ist zu tief. Ne? Also hier, wenn man so reinguckt. Da geht noch was. Also das ist jetzt wirklich hier erstmal die Rohfassung. Genau. Und mit dieser Rohfassung und diesem Gedanken entlasse ich euch jetzt aus diesem Video und widme mich der Signatur von Ulrike. Erstmal, wie eben schon, herzlichen Dank. An Ulrike sowieso und an euch fürs Zuschauen. Ja, schreibt mir was in die Kommentare. Habt ihr auch ein Team, wo ihr irgendwie Material tauscht oder Signaturen tauscht? Ich kann es euch nur empfehlen. Das macht mega Spaß, für andere was Schönes zu gestalten und dann selbst solche Schätzchen zu bekommen. Das ist eine große Freude und das versüßt einem den Alltag mit allem Drum und Dran. Gut, dann freut euch mal aufs nächste Video und ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.